zu tun hatten, gab der VfB Stuttgart mit seinem 6:0-Sieg in Nürnberg vor. Nämlich nicht nur gewinnen, sondern auch deutlich. Kapitän Karl-Heinz Rummenigge sah das genauso. Ja, sicher. Meine Gott, wir müssen erstmal gewinnen. Alles andere wäre sekundär. Ja, aber man versucht dann schon auch ans Torverhältnis zu denken, gerade nach dem Sieg gestern. Ja, meine, wir haben jetzt 4 Tore mehr als wir oder ein 4 Tore besseres Torverhältnis als wir. Und wichtig ist aber zuerst, dass wir gewinnen und dann können wir ans Torverhältnis denken. Schlägt sich das ganz grob in einem System noch nieder oder brauchst du das nicht mehr? Schlägt sich schon nieder. Wir werden, ich würde sagen, brutal heute mal auf Angriff spielen. Ich hoffe, dass es hinhaut. Danach sah es allerdings während der gesamten 90 Minuten selten aus. Das Mittelfeld war durchschnittlich, der Sturm nur selten torgefährlich, die Abwehr nicht schwer geprüft. Klaus Augenthaler mit der 5 war dabei trotz Schulterverletzung. Er wurde ja deutlich vermisst in den letzten Spielen. Ich spüre es noch, aber ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, dass ihm so ein Zweikampf muss, dass ich wieder drauf, weil dann kann eigentlich nichts passieren. Ne? Mhm. Ist irgendein Stützverband da? Feldverband ist das, ja. Mhm. Es kann eigentlich nur was passieren, wenn ich genau wieder so hinfalle oder von oben und schlage. Das ist 100 Spiele vielleicht einmal, ne? Ja. Nichts passiert. Ja. Aber wichtig ist, dass man hinten drin auch ein bisschen Regie führt und moralisch die Mannschaft stützt. Ja, wir wollen wieder mal zu Null spielen, wenn es geht. Ne? Wir haben im letzten Spiel immer 2 Tore kassiert. Und ich glaube, es ist wichtig für nächsten Samstag das HSV-Spiel, dass wir eben mal wieder sicher spielen hinten. Augenthaler mit Übersicht in der Defensive, aber auch im Aufbau. Hier kommt er an den Ball, mit gutem Blick schickt er einen weiten, die Abwehr der Eintracht überlistenden Pass auf Pflügler, der nicht im Bild ist, und der zu Karl-Heinz Rummenigge, der in diesem Ball spurtet, direkt mit Bombenschuss 1:0 in der 11. Minute. Durch diese frühe Führung wurde das Spiel der Bayern nicht besser, selbstbewusster oder einfallsreicher. Im Gegenteil, jetzt war die stärkste Zeit der Eintracht angebrochen. Die erste große Chance. Und dann die 35. Minute. Freistoß für Eintracht. Bayer Lorzer fault Svensson, Schiedsrichter Peter Korrell gibt 11 Meter. Die größte Chance der Frankfurter zum Ausgleich. Trainer Weiseband. Karl-Heinz Körbel wurde mit der Verantwortung nicht fertig. Nicht unverständlich. Die Abstiegsgefahr drückt einfach schwer. Rummenigge mit Schmerzen ins Spiel gegangen und erneut verletzt. Er hält aber durch, das weiß man. Bei Bayern bis zu diesem Zeitpunkt nur Karl-Heinz Rummenigge herausragend. Nervös die Abwehr der Eintracht. Jetzt Karl-Heinz Rummenigge in Ballbesitz. Er umspielt Graz. Und noch einen Spieler und Pahl durch die Beine. Trotzdem keine Schuld für den Torhüter. Noch einmal in Normalgeschwindigkeit. Unnachahmlich Karl-Heinz Rummenigge. 40. Minute 2:0. Und wieder hat Rummenigge Schmerzen. Die Zehe seit einiger Zeit und ein Bluterguss aus diesem Spiel. Aber er beißt sich durch. 2:0, also 2 Rummenigge-Tore. Trotzdem hatten die Zuschauer nach der ersten Hälfte nicht allzu viel gesehen. Die zweite Spielhälfte. Nachtweih mit weiter aufsteigender Tendenz. Pahl hält. Und dann die 51. Minute. Matti zu Michael Rummenigge, wieder läuft Matti frei, ein schöner Trick, 3:0 in der 51. Minute. Das sehen wir uns noch einmal an, Michael Rummenigge, dann Matti mit einem Kabinettstückchen und mit Ruhe, 3:0. Dies war der Endstand, trotzdem keine große Befriedigung, auch nicht bei Karl-Heinz Rummenigge. Ja, man wird mehr schießen können, müssen allerdings auch
Man muss allerdings auch klar sein, wenn in der ersten Halbzeit eben so gut eins rein oder zwei reinkehren können. Elfmeter. Keine Frage. Ich meine, der Sieg geht schon okay, glaube ich, aber wir können und müssen besser spielen, um Meister zu werden. Ja, das ist erstaunlich. Es waren zwei wunderbare Einzelleistungen von Ihnen, aber Mannschaft, die hat es nicht immer so geklappt. Das ist richtig. Da muss jetzt mehr getan werden, ganz einfach. Ja, was kann man tun? Woran hat es ein bisschen gelegen? Tja, ich habe das Gefühl, einige Spiele nicht mit der Einstellung, um Meister zu werden. Da hat es etwas gefehlt. HSV hat 4-1 gewonnen in Köln. Richtig. Bleiben alle dran, ohne Frage. Ich meine, das war klar. Jetzt gibt sich kaum noch einer eine Blöße und deshalb ist jeder Punktverlust in der Phase tödlich. Karl-Heinz Rummenigge theoretisiert aber nicht nur. Er ist ein absolutes Vorbild in der Mannschaft. Er läuft, er rackert, er setzt sich mit Risiko ein und taktiert mannschaftsdienlich. Wenn vom Bayern-Sturm Gefahr ausging, war immer Karl-Heinz Rummenigge beteiligt. Hier legt er Nachtweih auf. Zweites Beispiel, eine Vorlage für Bruder Michael. Bedrängt behält er immer wieder die Übersicht. Und noch einmal ein Anspiel auf Norbert Nachtweih. Frage nach dem Spiel, wenn auch vorzeitig, wie soll es im nächsten Jahr ohne Karl-Heinz Rummenigge weitergehen?